Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich gebe euch heute mal eine kleine Einführung in meinen Community Discord Server. Ja, wenn ihr auch Teil der Community werden wollt und Lust habt, meinen Discord Server zu folgen, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Erster Link ist der Link zum Discord Server und über den könnt ihr ganz einfach joinen. Wenn ihr gejoint seid, dann landet ihr auch direkt hier in diesem Willkommens-Channel. Hier werden alle neuen Mitglieder begrüßt und auch diejenigen, die den Server verlassen, wieder verabschiedet. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn ihr joint, lest euch hier diesen Text durch. Der ist nicht besonders lang, ja. Von daher kostet jetzt nicht so viel Zeit und kann auf jeden Fall nochmal helfen, gerade wenn man nicht weiß, was man irgendwie machen soll, wie es jetzt weitergeht und so weiter. Aber dafür ist auch dieses Video, dass ich euch das Ganze halt eben auch nochmal mündlich quasi erklären kann. Und ich denke, das ist dann nochmal besser verständlich, als wenn man nur liest. Ja, wie gesagt, wenn ihr auf den Server kommt, dann ist das der erste Channel, den ihr wahrscheinlich offen habt. Dann schaut ihr mal auf die linke Seite. Dort findet ihr nämlich den nächsten Channel. Das ist der Channel Regeln. Hier sind einmal alle Regeln aufgeführt. Das sind ganz normale Regeln, die man eigentlich fast überall hat. Also zum Beispiel jegliche Art von Beleidigungen werden nicht toleriert. Ist ja ganz klar. Rassismus, Sexismus ist natürlich alles nicht erlaubt, ne? Oder generell Diskriminierung und so weiter. Ja, das sind halt eben die Regeln. Einmal durchlesen ist auch nicht viel, also von daher macht das ruhig, es dauert nicht lange. Und dann, wenn ihr das Ganze gemacht habt, einmal hier auf den Haken drücken. Der nächste wichtige Channel ist der Interessen-Channel. Hier könnt ihr eure Interessen, wie der Name auch schon sagt, angeben durch Reaction Rolls. Das Ganze funktioniert mit dem Calbot, den ich hier drauf habe. Und das klappt eigentlich ganz gut. Also ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal hier, du interessierst dich für Simracing, jetzt gerade habe ich hier, wenn wir mal schauen, habe ich hier noch keine Simracing-Rolle. Wenn ich jetzt aber dann auf diese schwarz-weiß karierte Flagge drücke, zack, dann habe ich jetzt diese Simracing-Rolle. Wenn ihr die dann irgendwann nicht mehr haben wollt, weil ihr euch nicht mehr dafür interessiert, dann einfach wieder draufdrücken und dann ist die Rolle weg. Falls ihr hier diese Nachricht vom Bot nicht sehen solltet oder das nicht richtig funktioniert, dann schreibt mir am besten einfach mal per Privatnachricht und dann gebe ich euch die Rollen einfach manuell, weil es kann sein, dass das manchmal nicht richtig funktioniert oder der Bot ist irgendwie offline, weil er geupdatet wird oder so. Und ja, kann vorkommen, deshalb dann einfach bei mir melden und dann sagt ihr einfach schnell, was eure Interessen sind und dann mache ich das Ganze manuell. Am besten kontrolliert ihr dann auch immer nochmal, nachdem ihr hier eine Reaction ausgewählt habt, ob ihr die Rolle dann halt eben auch wirklich erhalten habt. Und ja, falls nicht, wie gesagt, einfach Bescheid sagen. So, weiter geht's dann mit dem nächsten Channel, das ist der Level Up Channel. Hier werden einfach alle Level Ups von allen Mitgliedern immer reingeschickt vom Bot. Das ist der Mi-Bot, ich denke, der ist allen bekannt. Ja, benutzen eigentlich ziemlich viele und ist auch hier auf dem Server. Das Ganze funktioniert so, dass je mehr Nachrichten ihr schreibt, desto höher steigt ihr vom Level auf. Und so könnt ihr euch zum Beispiel auch mit Freunden battlen oder so. Und natürlich sollte man jetzt nicht einfach unnötigen Mist einfach rein spammen. Ich denke, das ist ganz klar. Aber ja, ist auf jeden Fall ganz lustig, finde ich. Dann kommen wir zu einem Channel, den wahrscheinlich die meisten erstmal stumm schalten werden. Das ist nämlich der Werbungs-Channel. Dort wird immer vom Bot der Link reingeschickt, wenn ich ein neues Video gepostet habe oder wenn ich live gehe. Also bekommt ihr hier immer eine Benachrichtigung, wenn ihr nicht sowieso schon Benachrichtigungen aktiviert habt. Und das passiert in diesem Channel. Zu guter Letzt, also bevor wir dann zu den Kategorien kommen, haben wir hier noch den Community Events Channel.
Hier schreibe ich immer alle Community Events rein. Wir hatten jetzt hier zum Beispiel zuletzt am 23. Dezember das Community Rocket League Christmas Turnier, habe ich dann hier reingeschickt. Und ja, also wenn ihr die Ersten sein wollt, die hier über die neuesten Community Events Bescheid wissen, dann auf jeden Fall hier den Channel im Auge behalten, weil hier wird man das immer als Erstes erfahren. Und ja, ich werde auf jeden Fall öfter Community-Events machen, habe ich auf jeden Fall vor. Und wenn ich dann auf PC umgestiegen bin, sowieso nochmal öfter, weil da auch die Möglichkeiten viel größer sind. So, jetzt kommen wir auch schon hier zur ersten Kategorie, beziehungsweise die hat noch keinen richtigen Namen. Wird sie auch nicht bekommen. Aber wir haben hier den ersten Channel, wo ihr alle auch reinschreiben könnt. Und zwar ist das die Chill-Ecke. Hier könnt ihr einfach mit anderen reden, guten Morgen, guten Abend schreiben, was auch immer. Also wirklich alles Mögliche. Einfach nett unterhalten oder auch hier den Bot ein paar Mal triggern. Wir haben hier zum Beispiel den Denkmemer-Bot. Der kann auf jeden Fall einiges, vor allem was so Memes angeht und sowas. Ist auf jeden Fall ganz lustig. Und den haben wir drauf. Oder auch den Mi-Bot. Wobei, ja, der dafür jetzt nicht so geeignet ist. Aber den haben wir zum Beispiel auch drauf, um Musik zu hören in Voice Channels. Oder halt eben für dieses Level-System, was ich eben vorgestellt habe. Der nächste Channel ist der Twitch-Subscriber-Channel. Hier auf diesen Channel haben nur Leute Zugriff, die bei mir bei Twitch subscribed haben. Wenn ihr den Channel nicht seht, obwohl ihr subscribed habt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr euren Discord-Account nicht mit eurem Twitch-Account verbunden habt. Und das ist ganz wichtig, weil anders funktioniert das natürlich nicht. Deshalb einfach die Accounts verknüpfen, das geht ganz schnell und einfach. Gibt es auch viele Tutorials auf YouTube, wobei das eigentlich selbsterklärend ist. Und dann bekommt ihr Zugriff auf diesen Channel und könnt euch hier mit anderen Subscribern zum Beispiel unterhalten. Der nächste Channel ist Setup Sharing. Hier geht es um Gaming Setups. Also falls ihr ein nices Gaming Setup habt oder ja, Fragen zu Gaming Setups, dann alles hier rein. Also alles rund um Gaming Setups einfach hier rein, LEDs, wenn es um RGB geht oder sonstiges, was auch immer, ja, alles hier rein. Der nächste Channel ist der Community Works Channel, der wird momentan hauptsächlich genutzt für Zeichnungen. Da gibt es auf jeden Fall ein paar nice. Hier haben wir zum Beispiel auch so Among Us-mäßige und so. Ist auf jeden Fall ziemlich nice und hier könnt ihr halt einfach alle eure Sachen, die ihr selbst erstellt habt, reinschicken oder auch Ingame-Fotos oder sowas, alles hier rein. Der nächste Channel ist Clips und Memes. Hier könnt ihr zum einen natürlich Memes reinschicken oder zum anderen auch lustige Clips aus meinen Streams zum Beispiel. Einfach alles hier rein. Also in hier dem Channel könnt ihr auch Links reinschicken, beziehungsweise ich glaube, das geht sogar auf allen Channels. Aber übertreibt es nicht mit Links, weil je nachdem, was das auch für Links sind, kann es passieren, dass ihr vom Server gekickt werdet. Hier, das ist der Fragen-Channel. Hier könnt ihr allgemeine Fragen stellen zu PCs, von mir aus auch zu Gaming-Setups oder auch zu Games, lohnen die sich oder DLCs, was auch immer. Einfach alle möglichen Fragen, die euch einfallen oder auch zu Stream-Hardware oder sowas, alles in diesem Channel. Das ist der Support-Channel, hier geht es dann wirklich um Fragen, die auf den Discord-Server bezogen sind und nicht so allgemeine Fragen, dafür ist dann halt eben, wie gesagt, der andere Channel geeignet. Dann haben wir noch den Feedback-Channel. Hier könnt ihr einfach Feedback zum Discord-Server dalassen. Zum Beispiel, was euch gefällt, was euch nicht gefällt oder halt einfach Verbesserungsvorschläge. Das ist natürlich auch für mich und für die Mods vom Discord-Server sehr wichtig. Einfach, damit wir den Server immer weiter entwickeln können und euch das Beste bieten können. Jetzt kommen wir auch schon zum ersten Voice-Channel.
Das ist der Chill-Ecke-Channel. Der ist eigentlich genauso wie der Chill-Ecke-Text-Chat. Also hier kann man einfach reinjoinen und sich mit anderen unterhalten. Alles Mögliche, was das Herz begehrt. So, der nächste Voice-Channel ist ein bisschen unspektakulär. Das ist halt einfach ein AFK-Channel, also hier werdet ihr automatisch reingemoved, wenn ihr eine Zeit lang AFK in einem Voice-Channel wart. Und genau, dann kommt ihr einfach hier rein, den könnt ihr aber auch ganz einfach wieder verlassen. So, als nächstes haben wir hier den Invite-Link. Das ist ein Custom-Link, also den könnt ihr nicht einfach in Discord einsetzen. Aber der ist halt trotzdem ganz nice, gerade damit man sich nicht diese Buchstaben-Zahlen-Kombination merken muss. Und deshalb ist der für mich ganz hilfreich. In der Videobeschreibung ist aber der normale Discord-Link, also den ihr einfach in Discord einsetzen könnt. Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Teil des Discord-Servers, denn ihr könnt den auch mehr oder weniger für eure eigene Community nutzen. Wenn ihr zum Beispiel selbst streamt, dann bekommt ihr hier eine On-Air-Rolle. Mal sehen, ob gerade jemand am Stream ist. Nein. Schade. Also zum einen bekommt ihr dann eine On-Air-Rolle, die wird dann hier in der rechten Seite ganz oben angezeigt, was auf jeden Fall auch ziemlich nice ist, so können andere Leute auf euch aufmerksam werden. Und zum anderen bekommt ihr Zugriff auf diese On-Air-Kategorie. Was ist diese Kategorie? Das ist ganz einfach, hier sind drei Voice-Channel, die euch zur Verfügung stehen, da habt nur ihr Zugriff drauf, wenn ihr live seid. Und dementsprechend ist hier auch dieses Schloss davor, das bedeutet, dass der einfach privat ist und andere da keinen Zugriff drauf haben. Wenn ihr jetzt also mit eurer Community irgendwas zocken wollt, nehmen wir mal Among Us, weil das ja ein ziemlich aktuelles Beispiel ist, wo man ja auf jeden Fall immer mal wieder einen Discord-Server braucht, dann könnt ihr eure Mitspieler einfach auf diesen Discord-Server einladen, dann sollen die einfach in irgendeinen Channel gehen, zum Beispiel den Chill-Ecke-Channel. Und dann könnt ihr die einfach in euren Channel moven. Also ihr könnt euch dann hier aufhalten, könnt eure Community oder eure Mitspieler dann einfach in diesen Channel moven und dann hier mit den anderen reden. Hier seid ihr ganz ungestört und niemand kann das irgendwie crashen. Und ja, davon gibt es halt eben drei Channel, damit, falls jetzt mehrere diese Funktion, sag ich mal, nutzen wollen, ist da kein Gerangel gibt um die Channels quasi. Ja, und je größer der Server wird und wenn ich sehe, dass diese drei Channel ausgelastet sind, dann werde ich die auf jeden Fall auch noch erweitern. Jetzt kommen wir auch schon zur ersten Game-Kategorie, das ist nämlich Sim-Racing. Hier haben wir verschiedene Sim-Racing-Text-Channel erstmal, zum Beispiel ACC, Assetto Corsa, iRacing, Formel 1 und Gran Turismo und Project Cars haben wir hier. Okay, man kann sich drüber streiten, ob Gran Turismo und Project Cars jetzt wirklich reine Simulationen sind. Aber ja, ich habe die jetzt trotzdem einfach mal hier aufgeführt, weil es ja doch irgendwie so einen leichten Sim-Racing-Aspekt hat. Und hier könnt ihr euch dann einfach über die Games unterhalten. Hier zum Beispiel gab's den Link zum neuen 2020er DLC-Pack mit Imola. Dafür sind diese Channel geeignet. Dann gibt es hier natürlich auch noch einen Setup-Channel, wo ihr dann einfach nach Setups fragen könnt für ein Auto, eine Strecke und natürlich die Simulation solltet ihr auch angeben, weil ansonsten bringt das ja nicht viel, wenn ihr jetzt ACC zocken wollt und dann ein Setup für iRacing bekommt. Das hilft ja nicht wirklich weiter. In diesem Channel geht es um Sim-Hardware, also Lenkräder, Racing-Rigs und so weiter. Alle Fragen dazu könnt ihr hier reinstellen oder Empfehlungen, was auch immer. Als nächstes haben wir dann noch einen ziemlich interessanten Channel. Das ist nämlich die Formel 1 Tipprunde. Über diesen Link könnt ihr einfach joinen. Die wird jede Saison aktualisiert und da könnt ihr einfach tippen, die Formel 1 Rennen tippen. Das ist ohne Geld, also komplett kostenlos. Wir machen das einfach just for fun und mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn der eine oder andere auch dazukommen würde. In jeder Kategorie gibt es dann noch 5 Voice-Channel, wo ihr dann reingehen könnt, wenn ihr mit Freunden zockt oder was auch immer. Da könnt ihr dann einfach reingehen und dann miteinander reden.
Als nächstes haben wir hier die Arcade Racing Kategorie. Hier ist Forza Horizon, Need for Speed und The Crew drin. Wenn euch Games in verschiedenen Kategorien fehlen, auch da einfach mir Bescheid sagen oder dem Mods, dann können wir das ganz schnell ändern, ist ja kein Problem, dann fügen wir das einfach schnell hinzu. Ja, das System ist eigentlich wieder genau dasselbe. In hier den Channel, in den Text-Channel, könnt ihr euch einfach über die Spiele unterhalten und dann gibt es auch hier wieder 5 Voice-Channel. Als nächstes haben wir hier die Among Us-Kategorie. Auch hier gibt es wieder einen allgemeinen Channel, wo es einfach generell um Among Us geht. Zum Beispiel hier die neue Among Us-Map. Dazu gibt es schon ein Video, habe ich hier reingepostet. Und ja, ansonsten natürlich auch wieder 5 Voice-Channel. Hier ist die Anzahl auf 10 Leute begrenzt, weil die größten Lobbys in Among Us sind ja auch nur 10 Leute. Deshalb macht das ja keinen Sinn, wenn dann irgendwie jemand Elftes reinkommt oder so. Als nächstes haben wir die GTA-Kategorie. Auch hier wieder dasselbe Prinzip, ein allgemeiner Channel und dann 5 Voice-Channel. Dann haben wir noch die Shooter-Kategorie. Hier ist zum Beispiel Call of Duty, Rainbow Six Siege, Counter-Strike und auch Valorant drin. Und ja, selbes System eigentlich wie bei den anderen Channels. Es gibt die Channel, wo ihr euch über die Games unterhalten könnt und dann 5 Voice-Channel. Das brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht lang weiterführen, weil es ist quasi immer dasselbe. Wir haben hier bei Rocket League auch wieder einen allgemeinen Channel. Hier gibt es noch einen Trading-Channel, wo ihr dann zum Beispiel mit anderen Leuten traden könnt. Zum Beispiel, wenn ihr was verkaufen wollt, etwas kaufen wollt, dann einfach hier reinposten. Vielleicht finden sich da ja die einen oder anderen. Bei der Minecraft-Kategorie gibt es noch die Besonderheit Server, weil da werden wir einen Community-Server errichten, sobald ich auf PC umgestiegen bin, wo dann auch jeder drauf joinen kann, der will. Wenn jetzt irgendjemand grieft und der wird dabei erwischt, der fliegt natürlich direkt wieder runter. Ich denke, das ist ganz klar. Wir wissen alle, wie man sich verhalten sollte. Hier gibt es auch noch den Channel Community-Projekte. Da steht bisher noch nicht viel mehr, aber da ist auf jeden Fall was geplant. Also ihr merkt, Community-Projekte sind mein Ding. Also ich mache sowas wirklich echt gerne. Und wie gesagt, die ersten, die es dann mitbekommen, sind die, die auf dem Discord-Server sind. Deshalb gerne join, um die Projekte nicht zu verpassen. Ich mag es halt einfach, mit der Community zu interagieren. Und das ist auch einer der Gründe, wieso ich mit Streaming angefangen habe. Weil man da halt wirklich einfach in Echtzeit mit der Community interagieren kann. Und das finde ich schon ziemlich cool. Es kommen hier auf jeden Fall noch ein paar mehr Channel. Die brauchen wir jetzt aber eigentlich gar nicht alle durchzugehen, weil das Prinzip ist wie bei den ganzen anderen Channel, die ich jetzt schon erklärt habe. Das ist eigentlich klar. Ansonsten, wie gesagt, falls Fragen entstehen sollten, fragt mich einfach, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mich auf Discord per Privatnachricht an. Und dann versuche ich euch da bestmöglichst zu antworten. Ansonsten, wie gesagt, gerne auf den Discord-Server joinen. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn wir hier immer weiter wachsen würden, sodass wir dann irgendwann eine große Community haben mit einem aktiven Discord-Server. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe auch viel Mühe hier reingesteckt. Ich hoffe, das kommt auch so rüber. Und deshalb fände ich es natürlich ganz schön, wenn das nicht ungenutzt bleibt. Das Ganze ist natürlich alles freiwillig, also ich will jetzt hier niemanden irgendwie zwingen, auf meinen Discord-Server zu kommen. Aber ja, ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn wir hier ein paar mehr werden. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen und die ein oder anderen Fragen sind jetzt geklärt zum Discord-Server. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like da. Vielleicht kann der ein oder andere das ja auch als Inspiration für seinen eigenen Discord-Server nutzen, so die ein oder anderen Sachen, die ich hier eingebaut habe. Würde mich auf jeden Fall auch freuen und ja, wie gesagt, lasst gerne ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.